Ja, also Digitalisierung und Lehre oder Lehre und Digitalisierung. Also nächste Woche beginnt wieder das Semester und ich war in den Semesterferien ein bisschen fleißig, weil sich ja unser Publikum ein bisschen verändert hat, aber ich mich nicht. Aber irgendwie muss das ja zusammenpassen. Also wir haben noch diese Bücher und die Studierenden arbeiten viel mit digitalen Medien. Und jetzt mal ein kleines Beispiel. Letztes Semester hatte ich so eine wahnwitzige Idee. Wir wollten ein Projekt machen. Also vorne fehlt das Sägeblatt, weil ich will ja keine Verletzten haben an der Hochschule. Und die Aufgabenstellung war, zu dieser Säge diese Anleitung, Wartungsinstruktionen zu digitalisieren. Und die Frage ist tatsächlich, wie bilde ich denn Menschen aus, die sowas können? Ja, also nicht nur ein PDF ins Internet stellen, sondern das muss schon eine Anwendung sein, wo sich die Menschen zurechtfinden können. Und das Ziel ist, dass eben jeder so eine Säge reparieren kann. Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Das sollen nicht nur Fachkräfte können, sondern eben auch jedermann, wie ich zum Beispiel. So, ja, und wenn man sich so anschaut, was so eine wirksame Lernkultur ist, die ist nämlich lernerzentriert und nicht technikzentriert. Also es bringt nichts, wenn ich den Studierenden einfach Tools beibringe. Und wenn man sich mal anschaut, das ist so ein Digital Native, der Philipp Biederle, vielleicht kennt ihn einer oder der andere, der hat uns einen netten Brief geschrieben, uns Professoren. Der findet nämlich nicht so toll, was wir da machen. Der hätte so andere Anforderungen an uns, sowas wie Vorlesungen, Netflix, dass er sich das raussuchen kann. Die zweite Geschichte ist so, ja, was wollen eigentlich die Unternehmen? Was versprechen die sich von den jungen Menschen? Was sollen die können? Die sollen noch Fachwissen haben, ne? Aber auch ganz viele andere Sachen. Kreativ sollen sie sein, innovativ. Die können begeistern können, reden können, überzeugend, Konflikte bewältigen. Ja, alles zusammengezählt von diesen einzelnen Elementen reden wir von Fachwissen, Selbstkompetenz, soziale Kompetenz und eben auch mittlerweile diese digitale Kompetenz. Das oben kennt man. Die Frage ist, was ist denn das eigentlich, digitale Kompetenz? Was steckt denn dahinter? Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Was heißt denn das? Wir reden über Safety, Identity, nur digitale Identität. Was gebe ich von mir preis? Wie nutze ich Medien? Ja, wie gehe ich mit Viren um? Das ist die Security. Weiß ich etwas darüber? Habe ich eine emotionale Intelligenz? Weiß ich, dass Facebook-Freunde nicht wirklich meine Freunde sind? Digitale Kommunikation, wann spreche ich auch mal mit einem Face-to-Face oder digitale Rechte, auch so eine Geschichte. Ne? Wir haben es vorhin gehabt mit den Fotos, schnell ein Blatt vors Gesicht halten. Gilt das überall? Heute möchte ich ein bisschen über die inhaltliche Medienkompetenz reden, weil darum geht es mir. Ne? Der Philipp Biederle, der hat sich das so vorgestellt, dass man sich über Netflix die Videos anschauen kann. Ja, weil damit man recherchieren kann. Ja, bei diesem Thema. Und hier ein schönes Zitat, um eben solche falschen Informationen auch herausfinden zu können, muss ich kritisch Texte verstehen können. Und da ist manchmal die Frage, ob das die Leute heute noch können oder ob sie dafür schon die Maschinen halt benutzen, die alles rausfiltern, die uns vielleicht die Texte schon vorlesen, die uns die Texte empfehlen. Aber dennoch müssen wir den Studierenden das beibringen, dass sie wirklich Texte begreifen und auswählen können. Und das ist schon eine Herausforderung für die jungen Leute, das auch wirklich zu bewerkstelligen. Dass man weiß, was man in Büchern findet, weil man aber auch ins Internet geht, dass man weiß, wie man die einzelnen Quellen bewertet, dass man auch recherchiert, wer denn tatsächlich der Autor ist. Das ist beim Buch so schrecklich einfach. Ja, da steht ein Verlag dahinter. Unsere Studierenden oder jeder Einzelne von uns muss heute aus diesem ganz Datenmüll, der da im Internet herrscht, die relevanten Informationen für sich selber herausfinden und muss auch viel mal in den Mülleimer schmeißen. Ja? Wir schaffen das alles überhaupt gar nicht zu bewältigen. Und der nächste Aspekt ist, vielleicht ist es jedem schon so bewusst geworden, wenn wir sehr viel digital arbeiten und gewisse Sachen anklicken, bewegen wir uns in einer Blase. Ja? Weil das, was ich like, das weiß das Internet und dann empfiehlt es mir immer mehr in die Richtung. Ich habe da mal so einen Spaß mir erlaubt und habe mal was angeklickt, was ich eigentlich nicht mag. Und dann habe ich eine Welt kennengelernt, die hätte ich gerne ausgeblendet.
So, also wir haben Philipp Riederer im Kopf, ne, der wirklich geschniegelt da stand. Das sind jetzt meine Studierenden, die diese Aufgaben bekommen haben. Ne? Also die sehen ein bisschen anders aus. Die sitzen mit Mützen mittlerweile in der Vorlesung. Highlight war, der eine hat mal sein chinesisches Essen mitgebracht. Gut. Dann kam der Tag der Präsentation. Also ich hatte schon so meine Herausforderung mit den Leuten. Wir haben ein bisschen gekämpft miteinander und dann mussten die präsentieren. Und die haben das toll gemacht. Da war ich selber überrascht. Da war auch Stiel überrascht. Die haben eine Anwendung geschaffen, die so aussah. Die haben Nächte investiert. Und ich habe mich darüber aufgeregt, dass sie alle 5 Minuten die Tür aufgehen, die chinesisches Essen reinbringen, dass sie eine Mütze aufhatten. Und dann machen die sowas. Da hatte ich Respekt. Dann habe ich gesagt, Mensch, ich muss mir das angucken. Die können das. Ja? Und dann dachte ich mir, naja, die kommen schon in meine Vorlesung. Und wichtig ist, was wir denen begreifbar machen, dass Bildung eben nicht digital ist, sondern vom Wesen her analog und noch immer analog bleibt. Wir können diese Medien, diese digitalen Werkzeuge als Werkzeuge nutzen, vertiefen und ausbreiten. Aber dennoch ist es halt eben analog. Und deshalb machen wir so verrückte Sachen. Also ich und meine Kollegen Peter Eichinger und Bernhard Hüfig, vor denen müssen sich, also vor uns drei müssen sich in Acht nehmen, sonst müssen sie vielleicht bei sowas mal mitmachen. Das ist so ein Makathon, da werden sie 3 Tage lang eingesperrt. Also die Studierenden und auch Schüler und auch Lehrer und Auszubildende und müssen da so Roboter programmieren mit digitalen Medien. Aber bei uns. Und quer dazu versuchen wir die Studierenden in dieser digitalen Kompetenz auszubilden, dass wir es nicht verteufeln, aber es ist eben nur ein Element. Und das wird es auch hoffentlich bleiben. Und ich stehe am Montag nicht nur vor leeren Stühlen.